Leute, ich komme gerade online hier bei Russian Phishing und denke mir, jetzt stehe ich an der Suche, was mache ich denn? Das Problem, das hat man ja quasi jeden Tag. Man geht online und überlegt sich, auf was gehe ich denn jetzt? Was angle ich denn jetzt? Und ich gucke in der Regel einfach mal ins Café und schaue mir durch, welcher Fisch wäre interessant, welchen Fisch kriege ich ratzfatz gezogen. Oftmals gibt es an verschiedenen Gewässern zum Beispiel Hechtaufträge, die sehr lukrativ sind. Die kann man in der Regel recht schnell abarbeiten und damit sehr viel Geld verdienen. Und hier sehe ich jetzt gerade den Steinschill. 3 Steinschill ab 874 Gramm für knapp 100 Silber. Die gehen in der Regel ganz gut. Wir haben es jetzt gerade noch fast 4 Uhr in der Nacht. Ich begebe mich mal ganz schnell zum Boot, fahr ein paar Meter raus. So, kurz rückwärts gefahren, währenddessen den Anker ausgeworfen, damit man sofort zack in der Strömung steht. Meine Route noch eben hier ausrüsten. Das passt soweit. Ich bin momentan jetzt hier mit dem Redman Tackles Quicker, dem rosafarbenen 4,5007 unterwegs. 6er Haken, Purple, also der purpurroten Perle. 9er Vorfach, 12er Schnur und das alles hier auf der Wexila. Gucken wir mal, was da geht. Und ich werfe erstmal grob in Richtung hier aus. Einholgeschwindigkeit mache ich mal so auf 27. Und dann hoffen wir mal, dass hier in den nächsten paar Stunden die ersten 3 Steinschill über 800 Gramm dran gehen. Ist nicht ganz einfach, die Challenge. Die Aufgabe ist nicht ganz einfach. Man fängt ja häufig Steinschill im Bereich um die 300 bis 500 Gramm. Steinschill 500 Gramm, da ist er schon. Aber man fängt ihn. Und dafür, dass das so ein seltener Fisch ist, mittlerweile ja vielleicht gar nicht mehr so selten, hier wird ganz gut gefangen zurzeit. Dafür bringt er auch noch ganz gut Silber. Also ruhig einfach mal ausprobieren. Zeig jetzt auch gleich nochmal den Spot, an dem ich hier stehe. Und dann das Ganze natürlich hier in der Sura mit verschiedenen Jig-Methoden einfach mal testen. Ich habe jetzt hier gerade die Texas Rig-Montage dran. Wobei auch Seitenarm funktioniert. Wir hatten letztens noch ein Turnier gemacht. Da wurde mit Seitenarm, mit Jig-Montage geangelt. Funktioniert. Dropshot. Und da kommt der nächste. Man hat hier natürlich immer ein bisschen das Risiko, dass man die Richtung, dass man manchmal einen Zander dran hat oder einen Wels dran hat. Also das Risiko, das schwimmt auf jeden Fall mit dem Köder jedes Mal mit. Von daher vielleicht nicht ganz so fein hier rangehen. Man kann auch gerne mit einem 17er Vorfach hier ran. Vielleicht sogar mit einem 27er. Wobei ich es eigentlich ein bisschen interessanter finde, wenn man dann doch hier tatsächlich mit der ganz feinen Montage hat.
kommt der nächste. Steinschild. Sie werden langsam größer. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Und sie stehen hier fast überall, die Fische. Hundertzwölf. Fast. Fast. Oha, das sieht jetzt groß aus. Das sieht sehr groß aus. Wehrt sich nicht großartig. Hängt einfach nur rum. Könnte ein Welt sein. Oder doch noch ein Zander. Was für ein Zander, ja. 2,8er Zander, auch sehr schön. Also die Position hier, wenn man mit dem Boot, wenn man mit dem Boot rausfahren will, lohnt sich richtig, macht richtig Spaß. Man kann allerdings auch hier vom Ufer aus einfach hier rauswerfen, auch das funktioniert. Aber ich habe es eben ganz gerne, wenn ich schon mit so einer Feinmontage unterwegs bin und nicht weiß, was da beißt, dass ich dann doch die Option habe, gegebenenfalls mit dem Boot hinterherfahren zu können und den Fisch dann rauszudrehen. Der nächste Zander, 2,5. Grundsätzlich ist es zu sagen, dass von der Uhrzeit her die Abendstunden, die Nacht bis in die Morgenstunden, das ist die bessere Zeit für die Steinschill. Tagsüber, Mittagszeit bis nachmittags, das ist schon, wird schon manchmal echt zäh und da gehen dann häufiger die Zander dran. Und das war tatsächlich eine Welt. Das war aber eigenartig. Der kam jetzt gerade erst ganz lockerflockig rein und auf einmal stellt er sich quer wie so ein Brett im Wasser. Mann noch. Erschreckend. Ich habe schon mal direkt die Bremse mal ein bisschen runter gemacht. Und es läuft hier wirklich einer nach dem anderen. Es läuft hier wirklich gut. Eine echt gute Position hier. Und vor allem ein ganz entspanntes Angeln. Wenn man so ein bisschen Lust hat aufs Jiggen. Und wenn man auch Lust hat, dass man nicht immer umsonst auswirft. Sondern dass auch mal wirklich ein bisschen was beißt. Also hier geht es echt zurzeit ganz gut. Finanziell, das gucken wir uns nachher mal an. Hier mal wieder ein etwas kleinerer. Gucken wir uns nachher einfach mal an, was da so an Silber bei rumkommt. Ein Schilf, 450. Ja, man muss gar nicht so sehr ins ganz Tiefe reinwerfen. Zumal man da noch viel eher unterbrochen wird bei der Jigführung. Dadurch, dass halt unten diese Gewässerkanten dann da sind und man dann dagegen stößt, dann hört die Jigführung wieder auf. Man kann da nicht schön die Bahn durchziehen. Dann noch lieber oberhalb an der Gewässerkante, der Abbruchkante dann entlang. Gerade war ich ja noch hier
in diesem Bereich unterwegs. Habe ich hier alles abgefischt. Also quasi genau in der Mitte zwischen diesen beiden Tiefen. Und jetzt mittlerweile stehe ich hier auf 101,44 am Ufer und probiere es noch einmal geradeaus in Richtung Osten. Einfach geradeaus durchwerfen. Gucken wir mal, was hier noch geht. Und dann geben wir gleich mal ab. Zack, ja, ist es denn? Leute, was haben wir denn da dran? Ich habe es gerade mal ausprobiert, also das zweite Mal, dritte Mal jetzt schon ausgeworfen. Ah, guck mal, kleiner Wels. Schön. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Auswerfen. Einholgeschwindigkeit 1. Und dann einfach durchziehen. Und Bremse ein bisschen locker. Einfach ganz locker durchziehen, kontinuierlich. Einfach mal durchkurbeln. Schon wieder. Wofür noch das lästige Jiggen? Alter. Ja, jetzt geht es aber los hier. Steinschön. Voll gut. Weiter geht's. Rauswerfen. Locker reinziehen. Na, jetzt bin ich ja platt. Und einfach mal ganz entspannt reinkurbeln. Jetzt geht er aber los hier mit dem Regen, ey. Zack. Next. Geil. Das werde ich weiter nachverfolgen. Das werde ich weiter ausprobieren. Steinschild 700. Alter. Ganz normal mit Texas Rig Montage. So wie angefangen vorhin. Einholgeschwindigkeit 1. Ja, das ist aber nett. Wieder. Geil. Einfach gut. Und sogar noch ein Zander. Alles klar. So, ich gehe erstmal jetzt in die City und dann gehen wir mal ab und gucken uns die Preise an von den Steinschill. Also, es gab ja vorhin einen Kaffeeauftrag. Der wurde gerade ersetzt durch einen neuen Kaffeeauftrag. Und der kommt mir richtig gelegen, denn ich habe ja viel mehr von den ab 350 Gramm Steinschill als von den 850 plus. Gucken wir mal eben nach Gewicht sortieren und nehmen hier 1, 2, 3, 350 sogar unmaßig. Drei Stück. Das ist natürlich richtig top. 1, 2, 3 sind aber dann auch nur 53 Silber und nicht über 90. Egal, die nehmen wir schon mal mit.
Und insgesamt müssen wir mal eben gucken. Ich hatte knapp eine halbe Stunde Pause. Da haben wir den Gap, da haben wir die Pause. Fangen wir mal da an. Das waren 123 Silber. Und jetzt gerade nochmal dazu 41 Silber, kurz danach. Also insgesamt 165 Silber, wenn ich jetzt nochmal schaue, nach Fangzeit sortiert. Selbst wenn man die halbe Stunde hier weglässt, selbst die Gesamtstunde jetzt gerechnet, wäre das sogar noch ganz okay. 165 Silber plus Kaffeeauftrag, also absolut lohnend. Tsching. Abgegeben, einkassiert und ich gehe da sofort wieder hin und schlepp jetzt die Steinschild einfach nur mit Einholgeschwindigkeit 1 in meinen Kescher. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, tschüss.